und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Wir haben ein richtig schickes Auto hier stehen, und zwar ein Lastrada Nova M. Und an diesem Fahrzeug gibt es verschiedene Besonderheiten. Und was die sind, das erkläre ich euch heute in dem heutigen Video. Denn Besonderheit Nummer 1 ist, anstatt Lieferzeit 2 Jahre, den könntet ihr haben. Wie der von innen und von außen aussieht, was ihn so besonders macht am Markt, das erklären wir euch heute. Also, lasst uns einsteigen in den Lastrada Nova M Mercedes Allrad mit richtig schöner Ausstattung. Ja, herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Herzlich willkommen bei einem meiner Favoriten oder auch der Familienfavoriten. Lastrada und Nova, das passt zu uns als Familie ganz gut. Und als Familie meine ich nicht unbedingt mich und meine direkte Familie, sondern mein direktes Umfeld. Wir haben in der Familie Nova M fahren, wir haben einen ganz alten Nova L fahren. Das sind einfach Fahrzeuge, die bei uns total dabei sind, weil wir natürlich auch als einer der dienstältesten, nicht der ganz dienstälteste Lastrada-Händler, inzwischen schon eine ganz lange Bindung zu Lastrada haben. Und der Nova mit so einer ikonischen Ausstrahlung als Wohnmobil einfach was ganz Besonderes ist. Es ist natürlich irgendwie auch was Faszinierendes. Und bei uns, bei Togo, spielt er ja nochmal eine ganz andere Rolle, weil es eigentlich, wenn man ehrlich ist, das einzige Auto ist, was wir im Programm haben, was, wenn man es ganz rein von der Lehre betrachtet, kein echter Kastenwagen ist. Weil wir hier quasi wie bei einem teilintegrierten eine Kabine haben, die von vorne nach hinten in einem Stück gefertigt ist, und Lastrada damit ja versucht, den Spagat zwischen Kastenwagen und teilintegriert zu machen. Und dadurch, dass die sich so viel Mühe machen mit dieser GFK Monocoque Kabine, kriegt ihr halt so coole Formsprache hin, dass so ein Auto so besonders aussieht, wie der hier aussehen kann. Und dieser hier ganz im Speziellen ist nochmal anders, weil wir Dinge komplett anders gemacht haben, also nicht komplett anders, aber Dinge anders gemacht haben als bei allen anderen, weil normalerweise der Nova immer so ein Zweifarbkonzept verfolgt. Ihr habt immer die Kabinenfarbe, es fing ja schon an beim Nova 1, der hatte auch hier so eine Linie. Wir machen mal ein Bild vom Nova 1 rein, wo immer Fahrerhaus und Aufbau lackierungstechnisch getrennt waren. Beim zweiten Nova war das im Prinzip ähnlich, und das hier ist ja auch mit dem Sprinter Facelift, ich weiß nicht, Nova 2B sozusagen, also quasi die 2,5. Version. Und normalerweise, wenn ihr ein Nova bestellt, ist der Bereich, wenn man sich hier die Linie denkt, bis hier nach vorne immer in einer anderen Farbe abgesetzt. Und hier ist das auf Kundenwunsch. Wir haben das Fahrzeug für Kunden bestellt. Ich erzähle euch nachher so ein bisschen was über die Hintergründe zu dieser Geschichte. Auf Kundenwunsch war die ganz klare Sache: Wir möchten das, was Lastrada Fensterbrillen nennt, also den Bereich hier um die Fenster, nicht farblich abgesetzt haben, sondern wir möchten unser Fahrzeug durchgehend in Selenit Grau Metallic. Und das muss man ganz klar sagen, mit dem Allradantrieb, mit den schwarzen Felgen, mit den Geländereifen. Das ist ein ziemlich cooler Spagat aus super edel und gleichzeitig irgendwie noch offroadig von der Optik. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt, ob ihr das eher farblich absetzen würdet. Für das Auto ist es zu spät, aber vielleicht bestellt ihr euch ja ein eigenes Auto. Oder ob ihr sagt, nee, das finde ich eine ganz clevere Entscheidung, dass das so ist. Diese Fensterbrillen könnte man in Silber oder in Schwarz haben. Das darf jeder Kunde bei Lastrada für sich selber entscheiden. Und als Basisfarbe, wenn ihr ein Wunschfahrzeug konfiguriert, steht übrigens alles, was Mercedes für den Sprinter im Programm hat, auch zur Debatte. So, durch diese GFK, wisst ihr, was eine GFK Monocoque-Kabine ist? Im Prinzip ja, das haben wir bestimmt schon ein paar Mal gesagt. Wir haben aber vor dem Video geguckt. Das letzte Video vom Nova M ist schon fast 12 Monate her. Deswegen hole ich euch da noch mal kurz ab. Monocoque-Kabine heißt, dass Lastrada die gesamte Kabine des Fahrzeugs, Bodenplatte, Wand, Dach, ist alles ein Stück. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass unter dem Fahrzeug ein normales Mercedes Sprinter Pritschenchassis ist und alles andere in einem Stück geformt ist. Und dadurch hebt sich dieser Wagen designtechnisch so wahnsinnig von allem anderen, was am Markt ist, ab. Und man kann so coole Sachen machen, wie zum Beispiel die Markise oben bündig in die Karosserie integrieren und den Schwachpunkt des Sprinters ausmerzen. Und zwar haben wir eigentlich beim Sprinter ein Fahrzeug, was vorne, wir müssen mal nach vorne gehen, was eigentlich einen kleinen Tick zu schmal ist für uns in der Wohnmobilwelt. Und wenn man hier von vorne sich so die Flucht anschaut, wird das Auto nach hinten immer ein bisschen breiter. Also ihr müsst euch vorstellen, hier den Spiegel, wenn ich den anklappe, ist das Auto ungefähr so breit. Und wenn man diese Linie hier quasi nach hinten weiterführt, dann, wenn ich gerade gegangen bin,
ich habe es natürlich jetzt passend gemacht, stößt man hier dagegen. Das heißt, hier hinten ist das Auto ungefähr so breit wie vorne mit angeklappten Spiegeln. Und dadurch haben wir die Schwäche des Mercedes, dass er eigentlich ein bisschen zu schmal ist für uns, ausgemerzt. Und ihr habt hier hinten ein richtig großes Bett mit über 2 Meter Liegelänge, also 2,5 Meter, meine ich. Messen wir nachher drin nochmal nach. Das Zweite, was mit dazu kommt, ist, dass durch dieses Querbett hier... Bitte? Ist schon offen. Sehr gut. Ich hätte sonst auch einen Schlüssel gehabt. Ist, dass wir unter dem Heckbett eine richtig schöne Garage haben. Das heißt, wir haben mit dieser Zwischenlänge 6,49 Meter. Guck mal, ich mache mal ein bisschen Licht an. Zack. Wir haben hier schöne Lampen. Wer in der Garage wohnen möchte und das haben möchte, alle Lastrada Lichtleisten sogar mit Dimmer, sogar in der Garage. Das ist sicherlich nicht unbedingt sinnvoll. Machen wir das lieber mal hell. Unter dem Heckbett eben eine Garage, wo ihr Fahrräder reinstellen könnt. Ich glaube, weil das immer wieder und viel eine Frage ist, hole ich uns direkt mal ein Messwerkzeug, weil die Höhe hier hinten für Fahrräder was ist, was ihr immer wieder wissen wollt. Und damit ihr das nicht in alten Videos raussuchen müsst, wir wollen ja auch einen Mehrwert mit unseren Videos bieten, messen wir das für euch jetzt nochmal ganz konkret nach. So, konkrete Maße. Wir haben, das ist eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wird, 1,22,8 Meter, also gut 1,22 Meter an Höhe, aber hier unten und auf dem Podest hier oben haben wir 1,05 Meter. Das Podest kommt daher, dass die Mercedes Sprinter das originale Chassis bis hierhin geht und das ist dann die Lastrada eigene Form. In der hier von Wand zu Wand haben wir 1,97,7 Meter, bei den Türen dürfte sogar noch ein kleines bisschen mehr sein. Und da haben wir 91 und hier unten, weil das auch immer mal wieder eine Frage ist, haben wir 52 cm. Also, damit ihr schon mal wisst, ob eure Sachen da reinpassen, funktioniert das auf jeden Fall ganz gut. So, dieses Fahrzeug, um euch mal ganz kurz hier mit abzuholen, ist ein Fahrzeug, das haben wir vor inzwischen, ich glaube, knapp 2 Jahren, weil das so ungefähr die Lieferzeit eines Lastrada Nova für Kunden bestellt. Lange Lieferzeiten sind immer undankbar. In dem Fall oder regelmäßig haben wir eben auch die Situation, dass in dem Zwischenfall irgendein persönliches Drama passiert, was dann manchmal dazu führt, dass Fahrzeuge, wenn sie ankommen, eben auch nicht abgenommen werden können. Und so makaber das an dieser Stelle ist, das einen freut, des anderen leid oder das einen leid, des anderen freut, führt es natürlich dazu, dass ein Fahrzeug, worauf wir normalerweise, ich glaube, wenn ich heute Nova M neu bestelle, reden wir irgendwo über die erste Hälfte 2026, also gute 18 Monate irgendwo in der Größenordnung, dass wir hier ein Fahrzeug haben, was im Prinzip kurzfristig mehr oder weniger sofort für euch zur Verfügung steht. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass bei diesem Fahrzeug die Ausstattung vorgegeben ist. Da gibt es aber auch wenig dran auszusetzen, weil wir echt viel dabei haben. Wir haben einen Wechselrichter mit 1700 Watt mit drin. Wir haben eine Dieselheizung mit dabei. Wir haben die Lithiumbatterie hier mit drin. Das ist eine Super B mit 150 Amperestunden. Wir haben drüben, da können wir auch mal reingucken, sind da die Klappen auch schon offen? Sehr gut. So gut vorbereitet. Habe ich gedacht, vielleicht ertappe ich ihn, aber nein. Alles ein Traum an Vorbereitung. Und hier auf der Seite eine Außendusche mit Warm-Kalt-Regler. Das heißt, ihr könnt euch wirklich hinter euer Auto stellen, euren Duschschlauch anstecken und dann hier hinterm Fahrzeug duschen. Wir haben damals bei der Konfiguration für den Heckstauraum noch eine 230 Volt Steckdose und eine zusätzliche 12 Volt Steckdose hier hinten mit rein konfiguriert. Die sind normalerweise nicht serienmäßig. Serienmäßig hingegen ist aber, wenn ihr darüber guckt, die Airline-Schiene und da sind auch ab Werk immer schon mal 4 so Ösen mit dabei, dass ihr immer was zum Verzurren habt und auch die Markisenkurbel hat da richtig schön Platz. Hier gibt es noch eine Kleinigkeit. Das ist so eine Besonderheit, die Lastrada beim Nova macht. Wir haben hier den Toilettenkasten. Und bei den allerersten, nee, das war sogar beim ersten Nova schon so, man hat gesagt, wenn wir hier die ganze Optik des Autos, sieht so sensationell gut aus und ist so clean in allen Sachen, da wollen wir so wenig Schlösser wie möglich haben. Bei den allerersten Novas war es sogar so, dass wir hier auf den Garagen keine Schlösser hatten, sondern nur eine Fernbedienung. Da muss man sagen, hat die Technik uns ein bisschen überholt. Das hat nicht so zuverlässig funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Deswegen sind wir da zurückgegangen zu den Schlössern, was manchmal so nach dem Motto, Schuster, bleib bei deinen Leisten und mach lieber das, was du gut kannst.
sehr gut ist für den Spaß im Urlaub, weil es schon super stressig ist, wenn man an den Stauraum nicht rankommt. Dann gab es Notentriegelung oben. Das war nicht so richtig cool, aber das funktioniert auf jeden Fall bestens. Bei denen und drüben beim Gaskasten hat man sich aber entschieden, diese Optik beizubehalten, weil wir hier eine rein mechanische Entriegelung haben. Ich habe nämlich hier einen kleinen Knopf, zack, da kann ich drauf drücken. Und dann komme ich hier an den Toilettenkasten ran und kann die Toilette von außen wunderbar entsorgen und das einfach wieder randrücken und habe hier halt die cleane Optik mit dabei. Zack, schließen wir das ab. So, was haben wir noch? Das ist Frischwassereinfüllstutzen, das ist klar. Und hier haben wir dann noch einen kleinen Schalter unten drunter, der auch nicht standardmäßig in allen Autos ist. Das ist das elektrische Ablassventil für den Abwassertank, dass man dort gut ran kann. Und dann haben wir zwei Kleinigkeiten, die ich euch von hier gut zeigen kann. Einmal das Bedienteil für die Vollluftfeder. Dieser Wagen hat nämlich sogar eine Vollluftfeder an der Hinterachse. Das heißt, ihr könnt zum einen die Höhe einstellen. Das macht der Wagen aber eigentlich von alleine. Also wenn ihr den Beladungszustand verändert, was Schweres hinten dran hängt, der Wagen hat eine Anhängerkupplung dran, oder schwere E-Bikes reinladet oder eine Palette Prospekte von A nach B fahren wollt, dann regelt die Mercedes-Luftfeder das von alleine und macht das Auto immer konstant von der Höhe und macht das Fahren natürlich auch deutlich stabiler mit drin. Und der nette Nebeneffekt dieser Vollluftfeder ist, dass wir, serienmäßig ist das ein 4,1 Tonner, dass wir bei diesem Fahrzeug dann die Möglichkeit haben, den auf 4,4 Tonnen ab Werk aufzulasten. Und dadurch seid ihr zuladungstechnisch unfassbar auf der sicheren Seite. Und dann haben wir hier noch eine Kleinigkeit, was sich hinter diesem begitterten Loch versteckt, zeige ich euch aber gleich auf der anderen Seite. Wenn ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert hier den Kanal direkt unter dem Video. Das hilft zum einen euch, weil ihr in Zukunft Informationen bekommt, wenn Videos rauskommen, ihr damit attraktive Gebrauchtwagen kennenlernt, alles, was am Markt neu passiert, kennenlernt und viele technische Informationen bekommt. Aber ehrlicherweise helft ihr damit auch uns, und euer Abo hier unter dem Video ist auch ein Teil unseres Lohns sozusagen, weil in dem Augenblick, wo der Kanal fleißig abonniert wird, wo fleißig kommentiert wird, wird das Ganze von YouTube höher eingeschätzt und bringt unsere Videos in den Suchergebnissen nach oben. Und das positive Feedback, was wir bekommen von euch, hilft uns, motiviert uns und bringt uns auf den YouTube-Kanälen weiter nach oben. Deswegen würde ich mich sehr bedanken, wenn ihr hier unter dem Video unseren Kanal abonniert und wenn ihr in diesem und auch gerne in allen weiteren Videos fleißig Kommentare reinschreibt. Konstruktive Kritik ist immer erwünscht. Vielen Dank. Eine der kleinen Besonderheiten des Novas ist, wenn ihr jetzt beim Rundgang darauf geachtet habt, dass wir zum Beispiel keine Außensteckdose für Strom haben. Das finde ich ganz charmant gelöst, wenn du hier einmal um die Ecke guckst. Die Steckdose ist hier um die Ecke. Und zwar ist die Idee, dass da unten eine Durchführung ist. Dort könnt ihr das Kabel reinführen. Das heißt, man muss nur einmal von unten das kurz durchstecken. Hat das Kabel innen drin zum einen wettergeschützt und zum anderen aber auch die Optik nochmal wieder genauso schön gelassen, wie es vorher war. Und wie drüben schon bei der Toilette ist auch der Gaskasten so, dass er keine Entriegelung hat. Dafür haben wir den gleichen Knopf, den wir drüben in der Garage haben, hier unten. Kann man einmal, wenn man den richtigen Winkel hat, drücken. Dann springt das hier auf. Und dann kann ich die, wir haben das Auto extra für euch frisch gewaschen, hier mit rausnehmen. Und habe dann eben die Möglichkeit, wahlweise eine oder zwei Gasflaschen reinzustellen. Bei dem hier wird es wahrscheinlich nachher in der Realität nur eine sein, weil wir mit einem Kompressorkühlschrank und einer Dieselheizung mit Elektrounterstützung so autark aufgestellt sind, zusätzlich Lithiumbatterie und zweimal 100 Watt Solar, also 200 Watt Solar auf dem Dach. Mehr kann man an der Stelle eigentlich nicht gebrauchen. So, hereinspaziert und dann schauen wir mal, ob euch der Nova M von innen gefällt. Bevor wir hier uns im Fahrzeug anschauen, was der kann, machen wir uns erstmal Licht an. Und damit ihr mitbekommt, wie viele Lampen im Nova verbaut sind, zeige ich euch das einfach mal. Wir zählen mit. Wir haben hier im Innenraum hier oben die vier Lampen. Zack, eine Leselampe hier, eine Leselampe dort. Dann haben wir hier unten eine Lampe als indirekte Beleuchtung. Dort oben drüber eine.
da oben in der Ecke die nächste, um eine schöne indirekte Beleuchtung zu haben. Und das gleiche Spielchen auf dieser Seite. Eins, zwei und irgendwo hier oben dort noch eine. Damit uns nicht langweilig wird, hier die nächste. Ne? Das heißt, wir haben jetzt unseren Counter schon eingeblendet und wir drehen mal um und machen noch viel mehr Lampen hinter euch an. Das waren soweit 13, 14, 15. Hier oben die Leselampen fürs Bett. Dann haben wir hier 16, 17. Dann, damit uns nichts verloren geht, da ist nichts, da ist nichts. Gucken wir in die Nasszelle. Einmal 18, 19 und hier um die Ecke nochmal eine riesen indirekte Beleuchtung. 20, 21, da dürfte dicht sein. Sehr gut, haben wir schon 21, weiter geht's. Indirekte Beleuchtung auf dem Boden 22, eine Einstiegsleuchte vorne 23, 24, 25, 26. Und im Bett haben wir auch nochmal Lampen. Nein, wir machen das jetzt komplett, dann gucken wir da auch nochmal. Von wegen, nach 26, wirklich nur 26 Lampen, fast ein bisschen wenig. Macht natürlich auch Sinn, kein Mensch muss hinten die Füße beleuchten. Leselampen haben wir hier vorne, die indirekte Beleuchtung an der Seite. Also in Summe 26 Lampen, die wir hier haben. Bett gucken wir uns nachher nochmal gemeinsam an. Als erstes machen wir es uns jetzt gemütlich und gucken uns einmal die Ausstattung von diesem Nova an. Und das mache ich auf meinem Lieblingsplatz in dieser riesengroßen, kuscheligen Sitzgruppe. Okay, also was haben wir? Wir haben einen Lastrada Nova M. Allradantrieb habt ihr gesehen, 190 PS, Automatik ist obligatorisch beim Allradantrieb. Und wir müssen jetzt hier ein bisschen aufpassen, dass wir die Dinge nicht vermischen. Wenn ihr heute in den Konfigurator geht und euren eigenen Lastrada Nova M konfigurieren würdet, ist die Preisgestaltung ein bisschen anders. Der Grundpreis ist deutlich höher als der, den wir bei diesem Fahrzeug hatten. Das ist aber nicht alles eine reine Preiserhöhung, sondern Mercedes hat zum jetzigen Modelljahr, also der Wagen ist zwar jetzt frisch neu geliefert, aber ist noch Modelljahr 2024 und mit dem neuen Modelljahr hat Mercedes das ein bisschen umgestellt. Das merkt ihr bei allen Wohnmobilherstellern, die auf Mercedes-Basis bauen, dass die Grundpreise teilweise spürbar höher sind. Es liegt aber zu großen Teilen daran, dass Dinge, die wir letztes Jahr noch als Option bestellt haben, bei den neuen Autos quasi im Serienumfang drin sind, weil vereinfacht gesprochen bei Mercedes nur noch die Option ist, quasi nackt, mittel oder gut in der Ausstattung. Und bei Lastrada naheliegend in einem Fahrzeug in dieser Preisklasse, wir immer von der bestmöglichen Basis ausgehen und die nur noch im Detail verbessern. Das heißt, da wo wir hier noch Technikpakete 1, 2, 4 haben, ist es tatsächlich so, dass bei den neuen Fahrzeugen einfach mit einem Technikpaket 1 und einem klitzekleinen Technikpaket 2 vieles schon abgedeckt ist. Ich will das jetzt nicht alles im Detail vorlesen, weil die Liste, wie ihr seht, ist eine relativ lange. Wer sich wirklich für das Auto interessiert, wir verlinken euch unten in der Videobeschreibung die mobile.de-Anzeige. Automatik Allrad ist klar, er ist aufgelastet auf 4,4 Tonnen. Durch die Vollluftfeder ist das eben möglich. Wir haben den Luftfilter-Ansaugschnorchel, die schwarzen Felgen, die Offroad-Bereifung. Wir haben schon eine Alarmanlage mit drin, wir haben den großen Wechselrichter, 200 Watt Solar, diverse zusätzliche Steckdosen hier in den Ablagen, hinten in der Heckstauklappe, in der Küche, überall verteilt verschiedene Steckdosen. Was wichtig ist, glaube ich, ist, dass wir eine Lithiumbatterie ab Werk mit drin haben. Der Wechselrichter hat 1700 Watt. Wir haben zusätzliches Wertfach unterm Beifahrersitz. Das, was ich draußen gesagt hatte, dieser kleine Ventilator auf der Rückseite ist ein Indiz dafür, dass wir Klimakomfortsitze haben. Das heißt, wir haben hier Sitzfläche und Rückenlehne mit perforiertem Leder, weil diese Sitze nicht nur die Möglichkeit haben, beheizt zu werden, sondern durch den Ventilator auch noch eine Art Belüftung mit drin haben. Das geht nur, wenn ihr die Fahrzeuge mit Vollleder bestellt. Dann aber bei allen Fahrzeugen, bei Regent und Nova haben wir ja eh die SKA-Sitze hier serienmäßig mit drin. Beim Avanti könnt ihr solche Klimakomfortsitze auch haben. Da ist es aber dann obligatorisch, dass ihr das Komfortpaket 2, wo die Sitze drin sind, mitbestellt. Und dann kann man das mit Belüftung auch haben. Das, was ihr seht, ist Holzdekor-Nuss. Wir haben echt Leder-Vollledersitze. Ja, und den Rest einfach beheizbare Frontscheibe und noch ein paar Sachen, die mit dabei sind. Wie gesagt, in der mobile.de-Anzeige steht es.
detailliert komplett mit drin. Das Ganze führt dann zu einer Summe der Listenpreise von 184.410 Euro. Ich richte mich seelisch schon mal darauf ein, dass das unten unter dem Video kommentiert wird, dass das nicht jeder von euch preislich gutheißen wird, wie das dasteht. Das kann ich ehrlicherweise auch verstehen. Das ist eine Riesenmenge Geld, die dasteht. Ich finde, dass man das aber ins Verhältnis setzen muss und dass man da ganz klar gucken muss, natürlich kann ich wunderschöne Urlaube machen, wenn ich die Hälfte für ein neues Wohnmobil ausgebe. Dafür haben wir ja die verschiedenen Marken. Wir machen Pössl, wir machen Lastrada, wir machen Westfalia. Wir können quasi in fast jeder Preisklasse euch irgendwie eine Lösung anbieten. Was man aber ganz klar sagen muss, wenn ein Werk losgeht und den Aufwand betreibt, so eine Monocoque-Kabine zu entwickeln, zu machen, den Aufwand betreibt, wie Lastrada den Möbelbau macht, die Individualität in der Masse an Hölzern, Stoffen, all solchen Dingen mit reinbringt, dann kostet das am Ende Geld. Dann ist das halt zwar keine Manufaktur im eigentlichen Sinne, dass ihr losgeht und sagt, hier ist der blanke Boden, bau mir mal da ein Wohnmobil draus, aber ihr könnt wirklich viel bestimmen. Das ist natürlich was anderes als die Mentalität der absoluten Volumenhersteller, die da deutlich weniger Sachen euch einfach anbieten, aber das dafür zu einem günstigeren Preis können. Und da sind wir eben bei dieser berühmten Topf- und Deckel-Geschichte. Nicht für jeden ist das das Richtige. Nicht jeder kann, will oder sollte sich das leisten, das ist auch klar. Aber wenn man sagt, ich möchte einen Sprinter, ich möchte ein großes, breites Einzelbett haben, ich möchte die Möglichkeit haben, zu dritt zu schlafen, ich möchte Allradantrieb, ich möchte eine separate Dusche, das Ganze sollte nicht riesig breit und nicht riesig lang sein, dann ist mit dem Nova M das ein Fahrzeug, wo man ganz klar sagen muss, ich wüsste keine Alternative zu diesem Fahrzeug. Die großen Teilintegrierten sind deutlich länger, vollintegrierte schon deutlich voluminöser in allen Dingen. Und mit einem Kastenwagen können wir sowas nicht abfrühstücken. Ein Sprinter-Kastenwagen gibt es in 6 Meter deutlich kleiner oder in 7 Meter deutlich länger. Das Auto hat eine super spitze, aber ganz, ganz spannende Stellung im Markt. Die Novas werden nicht zu Tausenden gebaut, das ist auch ganz klar. Und am Ende kleine Stückzahl, individuelle Lösung hergestellt in Deutschland, qualitativ mit sehr viel Liebe zum Detail, bringt am Ende auch einen Preis nach sich. Und ich sage jetzt noch was ganz Provokatives. Ich finde, in der Welt der individuellen Sprinter ist das fast günstig. Wenn ihr über die Messe Düsseldorf lauft, wenn ihr euch die einzelnen Autos anguckt und es gibt, und ich will, und bitte fühlt sich niemand angegriffen, aber man muss ganz klar sagen, wenn ihr euch die 7 Meter Sprinterwelt anguckt, wo Kastenwagen ausgebaut werden, die sicherlich qualitativ sehr hochwertig und auch sehr individuell sind, aber MAN, TGE, Mercedes Sprinter 7 Meter Kastenwagen ganz, ganz schnell 250.000, 300.000 Euro und mehr kosten, dann mag das sein, dass das hier immer noch sehr, sehr viel Geld ist, aber dann ist das unterm Strich im Verhältnis zu den anderen Autos und wenn man sieht, wie viel Mehraufwand hier in der Produktion steckt, ein gerechtfertigter Preis. Und den Rest darf jeder für sich selber beurteilen. Falls ihr auf jeden Fall auf der Suche nach einem Nova seid, dieser hier steht jetzt zur Verfügung. Und wenn ihr sagt, Nova finde ich toll und ich würde es auch gerne mit Togo machen, konfigurieren wir natürlich auch super gerne mit euch euer Wunschfahrzeug, weil die meisten Novas eben dann doch individuell nach Kundenwünschen ausgestattet werden. Aber vielleicht sagt ihr ja, oh, ich wollte das schon immer, die lange Lieferzeit hat mich abgestreckt. Ich finde das gut. Damit ihr wisst, was ein Nova M ist, das hätte ich vielleicht eingangs dieser langen Sätze machen sollen, blenden wir euch hier neben mir nochmal den Grundriss vom Fahrzeug ein. Und das ist halt das, was den Nova M so besonders macht. Wir haben im hinteren Bereich das breite Einzelbett, über 1 Meter breit, über 2 Meter lang. Oben hier über mir das große Hub-Doppelbett, die L-Sitzgruppe, die einfach für 2 mega luxuriös ist, für 3 in Ordnung. Und wenn man mal einen Abend mit 4, 5 Freunden sitzen will, geht das sogar auch. Und in der Mitte dann Küche und eine Nasszelle mit einer echten separaten Dusche. Was eins der Highlights für mich ist, da müsstest du die Kamera mal in die Hand nehmen, weil ich mich da mal hinsetzen möchte, ist, ihr könnt hier wahlweise ein Sideboard haben, so wie das hier ist, oder ein Sitzkissen. Aber wenn ihr das Sideboard nehmt, ist das schon entweder ein kleiner Frühstückstisch, man kann super gemütlich drauf sitzen. Das hält auch mein zartes Gewicht hier aus, dass man richtig gut drauf sitzen kann. Und die charmante Lösung hier ist, wenn ihr einen Fernseher haben wollen würdet, kann man den wunderbar hier im Deckel verschwinden lassen. Und wir haben ein großes Staufach und hier drunter nochmal den Stauraum. Weil Stauraum kann man ja unterm Strich auch nie genug haben. Und ich finde, es wirkt nochmal richtig schön großzügig.
Ihr seht, dass ich hier so ein kleines bisschen gebückt stehe. Deswegen sollten wir uns als nächstes mal hier oben das nächste Highlight angucken. Und dafür zeige ich euch mal, mit wie wenig Handgriffen man so ein Bett runterklappt. Und zwar ist das wirklich einfach nur einmal hier ziehen, einmal hier oben ziehen und dann seid ihr schon da oben im Bett. Das könnte euer Himmelbett sein. Schaut mal rein. Und zu dem tollen Eindruck, erstmal vielleicht noch für euch, hier oben ist eine 50x70 Dachhaube, wo man im Bett liegen wunderbar rausgucken kann, wo man sich sogar aufs Bett knien kann und oben richtig, wirklich oben rausschauen kann. Wichtig sind aber ja auch die Fakten, was haben wir denn hier an Liegelänge, wirklich hart von der Matratzenlänge gemessen, haben wir 2,01 Meter. Ehrlicherweise ist es gefühlt sogar noch ein Tick größer. Die richtige Breite der Matratze kann ich gar nicht messen. Ich versuche das hier mal. Ups, ich muss sie. Ungefähr 1,49. Das, was eigentlich die Breite ist, die man spürt, ist hier oben von Wand zu Wand. Das ist hier oben 1,63. Was ich sagen will, ist, es ist unterm Strich ein relativ großes, schönes Bett. Man muss das Schlafen in so einem Dachbett natürlich mögen, weil die Kopffreiheit nach oben jetzt nicht so gewaltig ist, aber mit 64,5 cm auch vernünftig ist. Und was total schön ist, ist, dass ihr eure Bettwäsche morgens flach hinlegen könnt und die einfach an die Decke mit wegschwenken könnt. Einmal vorne, einmal hinten. Das ist eine Sperre, damit nichts runterkommt während der Fahrt. Und wenn ihr jetzt besonders viel Decke drauf liegen habt, dann bleibt das Bett halt einen kleinen Tick weiter unten. Aber ihr könnt die ganze Bettwäsche drauf liegen lassen. Dadurch, dass wir die Auflagefläche fürs Bett hier brauchen, haben wir auf der Seite unfassbar tiefe, sogar genau passende Schubladen. Lastrada typisch mit einem Softeinzug. Eins, zwei und ich weiß gar nicht, sie genauso lang. Genau, und drei. Ist ein bisschen kürzer, oder? Sind die alle gleich lang? Nö, sind genau gleich lang. Ich weiß gar nicht. Optische Täuschung. Und gegenüberliegend natürlich auch Auflagefläche. Hier mit den Apothekerauszügen, die auch unfassbar viel wegschlucken. Ups, eins, zwei. Dann darf der Teppich sich auch wieder richtig hinlegen. Küche werden wir jetzt nicht so unendlich viel Zeit drauf verschwenden. Wir haben dieses tolle Lastrada-Kochfeld mit den zwei großen Gasfeldern, mit dem schönen großen Waschbecken. Was so ein bisschen verloren geht, ist theoretisch die Arbeitsfläche. Wenn du da mal eine Schublade, die untere aufmachen, nicht die untere, genau die, nee, da genau die aufmachen könntest und da rausziehst, wenn ihr einmal darüber guckt, wenn man wirklich in der Küche arbeiten will, haben wir dort eine Schublade, die ausziehbar ist und dann entweder Schublade oder darunter auch Stauraum ist. Und so kann man eben, wenn man in der Küche arbeitet, doch nochmal was wegpacken. Und nebenher, wenn ihr wieder hier rüber schwenkt, haben wir die ganzen Ablagen hier oben, die großen Fächer mit dem Rollladen, dass man kein Brett vorm Kopf hat. Die offenen Ablagen hier eben mit ein bisschen zusätzlichen Steckdosen. Und Lastrada typisch, ihr könnt hier wählen, was für einen Kühlschrank ihr haben wollt. Dieses Auto hat einen Kompressorkühlschrank jetzt mit drin, wahlweise Absorber oder Kompressorkühlschrank. Und dann haben wir da noch eine kleine Besteckschublade. Also so klein ist die gar nicht. Eine schöne Besteckschublade. Und das sind zwei normale Schubladen da mit drunter. Lastrada macht es immer so, dass ihr eine Art Zweiraumkonzept habt. In dem Fall haben wir jetzt hier einen Trennvorhang mit drin, den man rausschwenken kann oder rausziehen kann. Und dann könnt ihr das hier trennen, hier und dort festknöpfen, dass man quasi aus beiden Betten nackt runterkommen kann, vorne alles offen lassen kann und einem keiner ins Auto reingucken kann. Und nackt könnt ihr dann in das Badezimmer. Und das ist nochmal was richtig Besonderes. Und deswegen gucken wir uns das als nächstes an. Und dann eben auf dieser Seite das tolle Badezimmer mit einer echten separaten Dusche, wo ich hier stehe. Auch hier mit schönem großen Stauraum. Bei Lastrada all die Klappen mit Magnet verschließen. Das rappelt nicht, ist aber quasi auch verschleißfrei. Eine kleine Ablage, das Nasszellenfenster serienmäßig mit dabei. In diesem Fall hier hat er die ganz normale Dometic-Toilette mit drin, mit Keramikschüssel. Eigentlich sollte das noch auf eine Trenntoilette umgebaut werden. Das überlassen wir jetzt den künftigen Eigentümern. Was auf den ersten Blick auffällt, damit man sich mehr bewegen kann, ist erstmal kein Waschbecken da. Dafür haben wir hier in der Wand ein Klappwaschbecken, auch mit Lampen unten drin. Und hier oben drüber, zack, nochmal einen schönen Spiegelschrank dahinter. Und ihr müsst ja auch immer ganz klar mich als Referenz nehmen. Ich bin 1,92 Meter, ich habe jetzt sogar noch Schuhe an und stehe auf Teppich. Das heißt, wir haben hier
in der Dusche eine echte Stehhöhe von 1,95. Oh doch, wenn ich mich, ich wollte gerade sagen, bin ich kleiner geworden, aber wenn ich mich richtig hinstelle, dann bin ich nah an der Decke. Und das Ganze mit einer schönen Schiebetür, dass die auch nicht in den Raum reinschwenkt. Unter euch, wenn du mal einen Schritt an die Stufe runter gehst, haben wir, gehe ich mal auf die Knie, damit ich euch das zeigen kann. Hier nochmal richtig schöne Doppelböden mit drin, die auch unterteilt sind, damit die Sachen nicht hin und her rutschen. Zack, den Teppich, der auch serienmäßig mit dabei ist, der drauf liegt. Und dann haben wir hier die Technikecke. Da haben wir das große, starke Ladegerät, die Sicherung, den FI-Hauptschalter, Ladebooster, Solarladeregler. Die ganze Bordtechnik hier letztendlich zentral drin gesammelt. So, was bleibt noch als letztes für uns? Hier hinten das große Bett. Einmal bevor wir da reingucken. Großer Kleiderschrank. Ha! Lampe Nummer 27. Ding, 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 ding. Mal gucken, ob wir, ich glaube, mehr finden wir aber wirklich nicht. Die Böden sind höhenverstellbar und rausnehmbar. Wir haben nämlich Heckstauraum nicht gezählt. Okay, Heckstauraum 28, 29 und ich wollte gerne 30. Wir haben noch eine Außenlampe, die haben wir auch noch nicht. Das ist unsere Nummer 30. Also 30 Lampen in dem Fahrzeug. Stauraum links, Stauraum rechts. Scheinwerfer würden wir nicht zählen. Nee, Scheinwerfer zählen nicht, definitiv nicht. Und auch hier, das ist ja auch wichtig, eine Liegelänge von 2,09 Meter. 2,09 Meter. Das Ganze mit einer Breite von etwas über 1 Meter. Das muss man sagen, fairerweise, hier ist eine kleine Aussparung. Darüber ist ein bisschen schmaler. Da haben wir 92, also über 90 cm und als Armschwenkbereich noch ein bisschen mehr. Kaltschaummatratzen mit punktelastischem Lattenrost. Schöne Dachhaube hier, großes Fenster hinten, insgesamt super viel Licht und Luft drin. Ich finde es auf jeden Fall ein tolles Auto. Ja, das ist das Strada Nova M. Wenn ihr selbst einen konfigurieren wollt, eben Wartezeit ein kleines bisschen länger. Wenn ihr sagt, der gefällt mir, ist das für uns immer eine Wundertüte. Ich könnte mir vorstellen, dass das Auto relativ schnell verkauft ist. Man steckt immer nicht drin. Aber sollte der für euch in Frage kommen, kommt kurzfristig auf uns zu. Wenn ihr einfach nur angefixt seid von der Idee des Nova M und so ein bisschen die Besonderheit dieses Fahrzeugs nachvollziehen könnt, dann können wir gerne einfach auch einen Termin bei uns in Stove ganz in Ruhe machen und wirklich mit Liebe zum Detail eure Wunschkonfiguration zusammenstellen, damit euer Nova M als genau euer Auto dann auch kommt. Bis dahin hoffen wir, dass ihr mit unseren Videos eine Menge Freude habt, dass ihr euch genau informieren könnt, wie euer Auto aussehen soll. Und ich freue mich auf jeden Fall auf euch im nächsten Video. Erstmal schöne Grüße aus Stove und bis bald.